Ja, hallo. Heute ein verfrühtes Sonntagskonzert. Ich habe hier die Hymne der Ukraine. Was ich vorher nicht wusste, ist, dass der Text der Ukraine, der Hymne der Ukraine, scheinbar dieses Desaster alles schon vorhergesehen hat. Die erste Zeile des Textes ist: Noch sind der Ukraine Ruhm und Freiheit nicht gestorben, noch wird uns lächeln, junge Ukrainer, das Schicksal. Zum Beispiel, und der Refrain sagt: Leib und Seele geben wir für unsere Freiheit und bevorzugen das unsere Herkunft und so weiter. Also, ja, irgendwie bin ich im Herzen diesen Leuten sehr verbunden. Und aus dem Grunde, aus Solidarität und um zu zeigen, dass ich mit Ihnen fühle, drehe ich jetzt die Nationalhymne der Ukraine. Gemacht haben das für mich Ingmar Krause und Christian Wittmann. Vielen Dank dafür. Ich denke in dieser Zeit besonders an die vielen Sanitäter, Krankenschwestern, Ärzte und auch Feuerwehrleute in der Ukraine, die versuchen, das Schlimmste und Gröbste zu verhindern. Ich denke an euch. Leider bleibt mir nicht viel anderes zu tun. Wir haben gestern mit einer Privatinitiative insgesamt circa 4 bis 5 Kubikmeter Arzneimittel in das Grenzgebiet von Polen schaffen lassen. Und mehr bleibt uns im Moment nicht. Und darum mit besten Wünschen.